Meine Damen und Herren, es ist Zeit für unseren Main Event MMA Fight in der Bantam Weight Klasse bis 61 Kilogramm. Die Kontrahenten in diesem Fight. Zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke. 35 Jahre alt, 1,74 Meter groß, 61,4 Kilogramm schwer. Er hat bereits 7 Kämpfe als Profi bestritten und 4 davon als Sieger verlassen. In seinem letzten Fight schlug er die Nummer 3 Griechenlands, kommt jetzt mit breiter Brust hier nach Gelsenkirchen. Für das Gym 5 Rounds MMA Limassol, Konstantinos Leonidou. Sein Gegner in der roten Ecke, 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, 23 Kämpfe, hat er bereits als Profi bestritten, 14 davon siegreich. 61,6 Kilogramm ist er schwer, ist der Flyweight-Titelträger der GMC und tritt jetzt im Bantamweight an. Für das Team Ismail Deutschland, Dimitar Costa! Main event of the evening. 3 rounds, 5 minutes. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Shake hands if you want. Step back to your corners. Letzter Einsatz heute Abend für Marco Brörsen, unseren Offiziellen im Main Event. Konstantinos Leonidou, in Griechenland geboren. Das Training findet auf Zypern statt. Macht einen sehr entspannten Eindruck. Gegen Dimitar Kostov, den Champion im Fliegengewicht der German MMA Championship, der hier nochmal die Matte moniert, der will, dass da nochmal gewischt wird. Ja, ist einiges an Schweiß vergossen worden heute, Marlon. Ja, Blut ist ausgeblieben. Es sieht heute nicht aus wie auf der Schlachtbank hier. Mhm. Ja, aber Laserfokus von Dimitar Kostov, man sieht es an seinem Blick. Ja, absoluter Routinier. 14 Siege, 9 Niederlagen, 24. Profikampf heute Abend. Er ist auch ein Mann, der heute unter Feuer steht und sich beweisen muss für die Rückkehr. Ja, bei GMC 29 vor einem Jahr hat er eine knappe Niederlage eingesteckt gegen Beno Adamia. Sehr viel Routine, die er mitbringt, der Octagon-Veteran. Kleiner Fun-Fact am Rande, die Nummer 41 gegen die Nummer 35, wenn man die Topology-Europa-Rangliste betrachtet. Also hochklassiges MMA, Top-50-Action auf jeden Fall mal in Europa. Kenne ich tatsächlich. Muss man auch im Auge behalten. Also der Mann mit den Fakten, Sebastian Hackel. Ich versuche immer gut vorbereitet zu sein, denn unsere Fans hier auf dem Fight Pass haben nichts anderes verdient. Man sieht es hier an der Optik, Größen- und Reichweitenvorteil im 8. Profikampf für Konstantinos Leonidou. Er hat auch gestern auf der Waage gesagt, das will ich nutzen. Ich will der längere Mann sein, der die Distanz kontrolliert. Aber er hat hier einen Gegner vor der Flinte, der 3-mal so viele Profikämpfe gekämpft hat. Und das ist natürlich ein Faktor, den man nicht wegdiskutieren kann. Ja, aber auch, wie gesagt, wie es bereits Birko angesprochen hat, Ringrost ist eine echte Sache. Ja, und Kostov war ein gutes Jahr jetzt nicht im Oktagon. Kann natürlich sein, dass man da Ringrost ansetzt. Ich glaube es gar nicht bei ihm, denn er ist ein ausgekochtes Schlitzohr. Hat viele Waffen, die er einsetzen kann. Bleibt weit draußen, fällt mir auf. Ui, das war ein hartes Ding. Gutes Knie zum Körper noch gesetzt. Und Leonidou, der grinst da schelmisch. Sehr ruhige Herangehensweise. Super cool, wie er den Kampf hier kämpft bisher. Wirkt locker. Das ist ein ganz anderer Kampf als der Co-Main-Event vorhin. Ja. Besseres Pacing von beiden. Tasten sie erstmal ab, loten sich aus, laden die Daten runter des Gegners. Auch sehr unorthodoxe Guard hier von Leonidou. Oh, da kam die Hand auch direkt durch der Jab. Ja, wir haben es in einer anderen, größeren Liga gesehen, nicht? Also mit so einer unorthodoxen Boxhaltung kann man auch zum Erfolg führen. Ja, ja, da haben schon viele ihre Erfolge eingefahren. Leonidou, gute Beinarbeit. Schau mal, wie flink der unterwegs ist, auch im Rückwärtsgang. Lange Hände, schlägt fast aus der Hüfte.
Das erinnert so ein bisschen an Fedor. Da konnte man auch die Schläge nie kommen sehen, weil die kommen quasi direkt aus der Hosentasche. Eine lange Führhand, natürlich auch ein Mittel für Leonidou. Hat da ein paar Zentimeter mehr auf der Pfanne. Ja, wie mein Boxcoach auch immer gesagt hat, fechten mit der Führhand. Immer genau. Schon fechten. Und das sehen wir ja auch. Er fechtet nach vorne und zieht sich auch zurück, wenn der Gegner kommt. Was man allerdings nie vergessen darf, ist, wenn man sich nur auf die linke Führhand konzentriert, dass der rechte Highkick kommen kann. Ja. Die Hüfte ist sehr weit aufgedreht von Leonidou. Da kann man sehr viel Kraft entwickeln, da kann man ordentlich Power rausschleudern. Das hat er ihn an der Wand gehabt für einen kurzen Moment. Ja, Kostov muss jetzt auch mal ein bisschen was machen. Wird jetzt aktiver. Ja, wie du halt gesagt hast, es ist ein ausgebrühtes Schlitzohr. Ja, also die haben beide schon ordentlich Erfahrung gesammeln können. Kostov zirkelt viel, weit draußen. Oh, Double Leg. Und den holt er sich. Und der war wichtig. Der war wichtig, um hier zu signalisieren, ich bin da. Ja, Side Control. Minute noch auf der Uhr. Kostov hat hier Zeit. Könnte mit dem rechten Knie drüber rutschen vielleicht in die Full Mount. Muss aber erstmal die Position sichern, denn gutes Shrimping hier von Leonidou, der benutzt die Hüfte. So eine Half Guard jetzt Richtung Octopus. Hat er gut zurückerobert, gefällt mir. Schön, kommt da hoch auf dem Ellbogen. Jetzt wird er gecrossfaced. Er will jetzt an den Cage mit diesem Butt Scoot. Jetzt kommt der Bodylock Pass ein bisschen. Ja, und schau mal, wie Leonidou atmet. Ganz ruhig, der wird nicht hektisch, der wird jetzt nicht fahrig. Der will hier im Kampf bleiben. Genau, schön seine Position etablieren. Ja, und rutscht mit dem Kopf immer aus der Schusslinie. Ist da kein gutes Ziel, kein angreifbares Ziel für Kostov, der jetzt noch 15 Sekunden hat, aber ich glaube nicht, dass das reicht aus der Position, um da nochmal deutlich Schaden zu machen. 10 Sekunden noch. Fast in der Side-Control drin hier. Diese Attacke hat Konstantinos Leonidou trotzdem gut überstanden. Ein paar Hammerfists auf die kurze Rippe, ja. Und auf die Nieren. Ja, und wir haben es ja vorhin analysiert im Co-Main-Event. Wenn du immer nur mit 180 km/h auf der linken Spur fährst, dann kannst du bitterböse bezahlen. Denn so ein Kampf dauert 15 Minuten. Und wenn du in Runde 3, in Minute 4 nicht mehr kannst, dann wird das eine lange letzte Minute. Ne? Und ja, Leonidou, du weißt das. Kommt von einem großen Erfolg, hat die Nummer 3 geschlagen in Griechenland. Also der Mann muss was können und der kann was. Das siehst du hier. Versucht da mit großem Fokus den Kampf zu bestreiten. Versucht die Löcher zu finden. Und mit seinen langen Händen ins Ziel zu kommen. Lässt sich auch nicht so sehr beeindrucken hier von den Aktionen. Immer wieder Might-Bewegung und geht dann wieder nach vorne mit einem Inside-Low-Kick. Der Kostov will aus der Distanz stehen, steht sehr weit draußen, versucht da immer wieder rein zu blitzen, aber ist sehr risikoarm, was er macht. Muss aufpassen, wenn er hier nach links zirkelt, die rechte. Und der rechte Headkick. Ja. Das ist alles da für Leonidou. Das ist die richtige Richtung bei Kostov. Ja, da hat der Kick mal angetäuscht. Inside Leg Kick von Leonidou. Ecke von Dimitar Kostov, das Team Ismail aus Hamburg, immer wieder mit lauten Instruktionen, rechte Hand höher, die Ermahnung diszipliniert zu decken. Mit Kick für Leonidou. Oh, da hat er es ihn angeklingelt und er sitzt. Aber er ist noch da, er ist noch da. Leonidou muss runter, das war ein harter Treffer von Dimitar Kostov. Er hat Blut gerochen, er hat Blut gerochen. Und das ist der Knockout. Wow. Finish, der Sieg für Dimitar Kostov, den Champion im Fliegengewicht, der heute im Bantamgewicht dominiert. Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis bekannt geben nach einer Kampfzeit von 3 Minuten 4 Sekunden. Sieg durch K.O. in der zweiten Runde. Für den Mann aus der roten Ecke, Dimitar Kostov!